Moinsen, Leute! Und willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir gegen Arsenal London. Wir sind Tabellenführer und das sind jetzt nicht mehr gerade viele Spieltage. Ich glaube nur noch 17. Und ja, ich glaube es sind nur noch 17. Und Arsenal London, der Gegner, Tabellen-Siebter aktuell in der Tabelle, könnte nicht uns wirklich bedrohlich werden, ist Aufsteiger. Und ja, bei Jellyfish, ja, momentan die Londoner Tabellenführer. Wir haben eine Niederlage in dieser Saison bislang erlitten und ja, sind vor den Münchnern. Die, glaube ich, auch noch ganz gut dabei sind. Also die Taktik lassen wir so, wie sie ist. Die letzten Spiele waren ja doch ein Zeichen dafür, dass diese Taktik richtig ist. Donetsk haben wir schon besiegt. Ja, Arsenal hatten wir erst vor kurzem. Das heißt 17 Spiele, was rede ich denn da? 21 sind es dann noch. So, 22. Im Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen. Gucken wir mal, ob das Rückspiel ähnlich laufen wird. Also bislang sind wir in der Rückrunde besser als in der Hinrunde. Heißt noch nichts. Kann ja auch alles komplett nach hinten losgehen. Wir spielen wieder im Katalan-Trikot. Grundsätzlich spielen wir auswärts im Katalan-Trikot. Und heute geht's ins Emirates Stadium. Die anderen Spiele sind auch alle wichtig für mich persönlich. Und ja, heute ein deutsch-deutsches Duell haben wir zum Beispiel. Dann, was haben wir noch wichtiges? Duelle technisch. Bayern gegen Chelsea kann auch noch ein interessantes Match sein. Ja. Zumindest hatten wir unsere Aufgabe damals relativ mit Bravour bestanden. Dass die Gegner da jetzt dann immer nicht so ganz mitgespielt haben. Also Chelsea nicht so ganz mitgespielt hat. Und auch Al-Hilal nicht so ganz mitgespielt hat für die Hinrundenmeisterschaft. Interessiert jetzt aber keinen mehr, weil die Hinrundenmeisterschaft ist sowieso erledigt. Die haben wir nicht gekriegt. Solange wir später ein Abschlussmeister werden, dann interessiert das auch nichts, würde ich mal sagen. Und damit willkommen aus dem Emirates Stadium in London. Ja, die Gegner aufgestiegen bei uns. Also Arsenal, glaube ich sogar schon, die waren direkt aufgestiegen, weil sie bei uns auch Vizemeister geworden sind, hinter Chelsea. Die aber ja schon sowieso gesetzt waren, weil wir ja mit Chelsea hier den Titel gewonnen haben. Und Tschech, ja, der Tschech, den hatten wir im Tor. Das heißt also, der Torwart, der im Endeffekt schuldig war für den Titel, der steht jetzt auf der anderen Seite. Der steht jetzt auf der Seite von Arsenal London. So, nach den ganz vielen kritischen englischen Wochen in der Bundesliga. Schiedsrichter kommt heute aus Saudi-Arabien. Gibt es hier trotzdem immer noch FIFA und auch immer noch am Mittwoch und auch noch immer noch Doppeldinger. Also einerseits so, andererseits so. Arsenal Tabellen siebter, wie gesagt. Wir sind Erster. Wir sind auch Erster jetzt, erst seit diesem Spieltag. Also von daher, das sollte schon heute hoffentlich gut gelingen. Also Arsenal mit einer 4-5-1-Taktik. Oder kann man auch umstellen auf 4-2-3-1-Taktik. Kann sie auch anders um, auch wie auch immer umstellen. Wir spielen theoretisch einfach weiterhin mit unserer, ja, Tannenbaum-Taktik. Im Endeffekt spielen wir mit unserer Tannenbaum-Taktik, weil eben Messi und auch Neymar vorne im Sturm eigentlich im Endeffekt noch was anrichten sollen. Man hat ja letztens gesehen, das habt ihr ja letztens gesehen bei Ultimate Team, wo Neymar im Endeffekt ja die Tore nur vorbereitet hat. Er hat sie nicht selber geschossen. Dafür war Bale und Ronaldo verantwortlich und damit kommen wir aus dem Emirates Stadium. So. Der war schon mal der erste Warnschuss von Wiltshire. Da zeigt er zumindest schon mal hier, jupp, wir sind auf dem Feld. Das ist unser Stadion hier. Ihr müsst hier nicht gewinnen, ihr braucht hier auch euch hier heute keine Hoffnung machen, dass ihr Punkte mitnimmt. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, würde ich sagen. So, Suarez, na. Heute Punkte mitnehmen wäre wichtig. Wir, also im Endeffekt ist jetzt jedes Spiel wichtig, dass wir besser sind als der FC Bayern München und Real Madrid. Das ist unsere Aufgabe im Endeffekt jetzt, Stand jetzt.
Wir müssen besser spielen als die beiden. Das reicht schon im Endeffekt. Wir müssen die Spiele nicht gewinnen. Wenn die Münchner selbst verlieren und auch der Real Madrid verliert, dann ist das sowieso Lachs. Weil der amtierende Meister Chelsea London ja auch nicht gerade die beste Saison spielt hier mehr. So, und weg damit. Klärste mal. Matchday, ja. Matchday ist demnächst, Leute, ne? Ihr wisst Bescheid, wollte ich nur nochmal sagen. Matchday, ne? Demnächst. Nicht mit Barcelona, wie sonst immer. Da spielen wir dieses Mal Matchday Ultimate Team. Der nächste Matchday mit Barcelona wird wahrscheinlich dann im Eisen. So, Flanke kommt, Flanke geht. Foul kommt. Einwurf wäre auch, glaube ich, ganz ehrlich, das wäre sowas von nicht so gut gewesen. Tschech, ja. So, und jetzt sind wir in der Position des Einwurfes. Einwurf falsch gemacht. Gegner hat den Ball. Und Suarez holt sich den. Ah! Ein bisschen zu zaghaft. Also zum Torwart, wieder zurück, zum Torwart und wieder zurück. Ist auch nicht die richtige Option. So, rübergespielt. Schön gemacht, Torwart kriegt den. Wollte schon sagen, warum er läuft ja nicht raus. Aber Bravo hat da schon gemerkt, was er da machen kann. Dass er da nicht reagieren muss. Jetzt muss er wieder nicht reagieren. Sehr schön. Aber wir kommen da hinten nicht raus. Wir kommen da nie raus. Der Nieser. Der Nieser des Tages. Hoffe ich mal. Das war's. Also, was mache ich da? So, Paschdorf hätte schön gemacht. Iniesta. Und Jordi Alba. Aber vielleicht können wir das so machen. Ja, Sergio Busquets. Und Messi. Das war jetzt nicht sehr schlau. Klar, aber hey. Wie gesagt, ich würde so gerne wissen, wie die anderen Partien jetzt sind. So ein bisschen auch. Vielleicht hier auch relaxter spielen können. Obwohl Arsenal London, ja, da kannst du natürlich die 3 Punkte holen. Aber nach dem 5:0. Da bist du noch so in Euphorie, dass das alles ein wenig anders aussieht. So, jetzt vielleicht. Einfach mal Jordi Alba rauf. Ja, einfach mal versuchen. So, jetzt die nächste Möglichkeit. Neymar, wieder zurück. Jordi Alba. Und das geht nicht. So. Jetzt, oh, geblockt. Ist das heute eine Katastrophe? So. Der Atletico führt gegen Leon mit 1:0. So, und jetzt der Konter natürlich. Chamberlain. Oxford Chamberlain. Und es gibt Ecke. Also heute ein sehr ausgeglichenes Spiel, die Londoner deutlich besser als im Hinspiel. Weg das Ding. Oder es liegt einfach daran, dass wir wieder auswärts spielen. Das kannst du haben. Dass das wieder daran liegt, dass wir auswärts spielen, weil wir zu Hause deutlich besser sind. Und glaube ich bislang alle fast alle unsere Punkte verloren auswärts. Dementsprechend heute 0-0. Ja. Ist jetzt noch nicht das Hochglanzspiel. Ist es noch nicht, aber vielleicht entwickelt sich es dazu noch. Vielleicht, vielleicht noch nicht. Wir gucken einfach mal, wie die anderen Partien sind. Bayern führt, das ist natürlich nicht so gut. Und Real spielt unentschieden. So,
So, das heißt also logischerweise, wir sind jetzt im Zugzwang, wir müssen jetzt mal ein Tor schießen. Wenn die Münchner selbst führen gegen Chelsea, dann müssen wir jetzt auch mal selbst ein Tor schießen. Weil solange wir dann, wir haben das deutlich bessere Torverhältnis, solange wir dann hier die Spiele alle dann halt auch nur in anderen Abführungen 1-0 gewinnen, das war nicht sehr gut. Wenn wir die Spiele dann alle einfach nur so ganz, so larifari 1-0 gewinnen, sind trotzdem mal ein Abschlussmeister, weil wir haben die mehr, wir haben das bessere Torverhältnis. Die Münchner spielen wir ja auch noch. Und gegen die dann unentschieden spielen, ist natürlich dann schon bitter. Da müssen wir hoffen, dass Real selbst nicht so pralle spielt. Jetzt vielleicht und Čech kriegt den! Und Čech kriegt den nicht! 1-0! Iniesta! So, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Ich krieg den und im zweiten Schuss, den kriegt er nicht mehr. Iniesta macht das Ding und damit führen wir hier in London. Dann haben wir zumindest hier unsere Pflicht getan. Genau. Solange wir hier unsere Pflicht tun, Einwurf Arsenal. Kann der Gegner hier wirklich zwar vieles versuchen, aber wenn der nicht trifft, dann ist es noch besser. So, Flanke kommt, Schiri sagt faul. Sehr, 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 sehr lange sagt er faul. Und weggekauft. Gute Parade. So, Messi, Messi schneller. Messi ist auch trickreicher. Messi. Ja. Und es gibt Eck. So, Wechsel. Chamberlain raus, unter anderem. Wir wechseln auch. Wir wechseln nämlich unseren Torschützen aus. Iniesta darf den Platz verlassen. Er hat nur ein gutes Spiel gespielt. Dafür möchte ich gerne Sandro reinhaben. Auf der anderen Seite Sergio Busquets raus. Turan rein. Rakitic in die Mitte. Machen wir auch einen Doppelwechsel, nämlich. Wenn der Gegner nämlich so reagiert, dann können wir nämlich auch dementsprechend passend reagieren. So. Čech ist einer, der extrem gut auf der Linie ist. So. Ah, schade. Sollte eigentlich dann in Richtung Mitte passen. Ja, nicht gut. Ja, fällt. Gibt aber keinen Freistoß. Das war eine Schwalbe. Walcott. Verliert den Ball und Einwurf Arsenal. Halbe Stunde ist noch. Na. Ah. Okay. Foul sagt der Schiri nicht. Ah, schade. Well back. Gut gemacht. Jetzt wieder raus und wieder kontern und wieder alles machen, was der Gegner nicht mag. Okay, Čech kriegt den wieder. Also sehr viel, es ist sehr viel Mittelfeld, ja. Sehr viel Mittelfeld, sehr viel Konzentrationsspiel, sehr viel, ja, taktische Foul zwischendurch. Letzter Wechsel, Wellbeck geht nun, Giroud kommt. Ah, Suarez kriegt den nicht. So, jetzt aber. Wieder auskontern. So, Suarez. Heute klappt das mit unserem Stürmer nicht irgendwie. Habe ich das Gefühl. Dementsprechend wechseln wir jetzt auch aus.
Deswegen wechseln wir aus. Messi direkt in den Sturm, Suarez weg. Dafür Song rein. Song kommt nun auf die Position von Neymar. Neymar und Sandro tauschen. Ja, das ist jetzt bitter. Im Laufduell verletzt er sich. Theoretisch können wir ihn auswechseln, praktisch gesehen nicht, weil wir haben schon drei Wechsel dann getätigt. Und ja, wir haben Wechsel getätigt, Welker trifft und ich sag das einfach so, es wäre nicht passiert, wenn der verletzte Spieler einfach den Ball ganz dämlich einfach ins Ausgepasst hätte. Ja, 1-1. Spiel wieder offen. Und warum das Ganze? Wie gesagt, einfach wegen dem Fehler. Wegen diesem einen Fehler, dann über die Flügel, da ist keiner, dann logischerweise überhaupt niemand. Und dann trifft er. Ratlosigkeit, sagen wir es so. Es ist Ratlosigkeit. Wechsel. Song rein für Suarez. Naja, eigentlich tust du ja keinen Stürmer raus für bei so einem Stand. Aber ganz ehrlich, wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir jetzt hier den Ausgleich kassieren. Wir sind davon ausgegangen, dass das Ding jetzt so bleibt. Dass wir auf dem 1-0 bleiben. Jetzt vielleicht, jawohl! Da hast du die Führung wieder, Sandro! Der macht die Position richtig fett wieder voll. Führung, Wasser! Freistoß, ja, Freistöße sind einfach nicht meine Spezialität, deswegen kurz und dann Sandro macht das Ding. Sehr schön, Schächt, der war gar nicht auf den vorbereitet, auf den Jungen. Und dann, sehr schön. Wir sind wieder in Front. So schnell kannst du ein Spiel wieder drehen. Und so schnell ist alles wieder im Paletti-Bereich. Und so schnell, jetzt ist die Taktik auch wieder die richtige. Dadurch, dass wir jetzt Song reingetan haben für den Stürmer. Jetzt ist es auch wieder richtig. So. FC Schalke 04 führt 3-0 gegen den Hamburger SV. Das kommt mir schon fast sehr bekannt vor. Hatte ich ja schon im Bundesliga-Tipp erwähnt, dass das wahrscheinlich auch so gewesen wäre. Unter der Woche. Aber aus, naja, wir haben ja andere Spiele gesehen und das war jetzt nicht sehr gut. Eigentlich sollte er direkt wieder Richtung Neymar gehen, aber nun gut. Nun gut, nun gut. So, Welcut. Laufwunder. Und Messi. Ja, Messi, Messi. Es ist unfassbar. Das Syndrom des der Stürmer trifft nicht Modus, oder wie? Oh, Mann. So, Nachspielzeit. Einfach nur das Ding verteidigen. Turan und vorbei. Ende Gelände. 2-1 Sieg. Ja, komm. Also, das Tor von Arsenal, das hätte nicht sein müssen. Ist es einfach so. Hätten wir vielleicht 1-0 nur gewonnen hier und das wäre vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber trotzdem, das Tor hätte nicht sein müssen. Wir haben Glück gehabt, wirklich extremes Glück, dass wir dann noch direkt danach die Antwort gesetzt haben. Sandro, Spieler des Tages. Aber trotzdem. Al-Hilal holt einen Punkt gegen Madrid. Das ist super. Das ist super. Das ist auch wichtig gegen den Abstieg für das arabische Team. Aber andersrum zeigen die auch, dass sie zu Hause wirklich eine Macht sind anscheinend. Also zu Hause, wir haben ja auch gegen die Riesenprobleme zu Hause gehabt. Rüdiger fällt aus beim AS Rom und als nächstes spielen wir gegen den AC Mailand. Und jetzt brauchen wir im Endeffekt nicht mal auf Real drauf gucken, weil die sind weit entfernt mittlerweile. Wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Real Madrid und spielen als nächstes gegen den Tabellen 15. Und das glaube ich im San Siro. So sieht's aus. Und wir spielen im San Siro. Also, freut euch drauf auf nächste Woche gegen AC Mailand. Bis nächstes Mal und tschüss.